Das könnte ein Problem sein. Eventuell habe ich gerade 3000 verschenkt, weil ich ein dummes Stück Abfall bin. Aber passiert. Wie komme ich zur goldenen Stelle? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Hier runter erstmal. Darf die an. Andere Flussseite. Es müsste auf der anderen Flussseite gewesen sein zumindest. Fußball! Ball. Weg ist mein Ball. Warum kann man sich nicht eine extra Brücke kaufen oder so? Das wäre mal angenehm. Muss mich jemand sich zwischen zwei Brücken entscheiden, die ewig weit von dem Punkt weg ist, wo man hin will. Das war ein großer Fisch im Fluss, den habe ich verscheucht, weil ich schlecht bin. Das war nicht meine Absicht. Glaubt es oder nicht? Aber glaubt es. Ne? Klassischer T-Punkt-Logik. Könnte ich nach hier? So, wo war das? Ja, das war richtig. Ich meine, es wäre verrückt, ne? Es wäre absolut verrückt. Aber ich mache das jetzt. Ich werde 30 fucking 1000 vergraben und 4 Tage warten. Wenn das nicht funktioniert, muss ich traurig werden. Wenn das funktioniert, alles gefickt. So, na, warten wir jetzt mal, ne? Warten wir mal wunderschöne 4 Tage. Ich glaube, ich will auch sonst gerade nichts. Also ich hatte nichts mehr vor. Tom Nook haben wir. Plantage ist gepflanzt. Sollte laufen. Ja, sollte laufen. Was ist denn das hier? Noch ein Fossil? Natürlich. Immer noch. Ja, noch ein fucking Fossil. Fossil. Ja, wo geht's nach oben? Nein. Ich werde mir nie einbringen können. Intuitiv einbringen können. Oder intuitiv merken können, wo ich lang muss. Ich werde meistens den falschen Weg gehen. Noch ein Fossil. Wo wollte ich lang? Nach Hause, ja, nach Hause, genau. Die Fossilien lassen wir jetzt mal im Inventar. Und letztes Mal Time Warp. Letzter Zeitsprung der Aufnahme. Fertig, was kann ich für dich tun? Für mich kannst du so viel für mich tun. Du kannst mich in deinen Armen festhalten. Aber du hast keine Arme, weil du ein Vogel bist. Schade. Kann man auch nichts machen. Ach, ist schon. Oh, blablabla. Sorry. Ist Bänder von meinem Pullover gerichtet. Ich hasse das, wenn die Bänder nicht gleich lang sind, die aus der Kapuze kommen. Ich kann kotzen. Und mit dieser menschliche Anspruch nach Symmetrie widert mich an. Hey, du willst nicht mehr nach dem Rechten sehen, natürlich. 9. April, warte. Nee, stimmt nicht, heute ist der 13. April. Ich sehe es auf meinem Wecker, da steht's. 13. April. Man muss auch mal vor sich selbst diese Zeitumstellung rechtfertigen dürfen. Darf mal gönnen, Freunde, ne? Warum nicht? So, jetzt Mashing. Frame Perfect in die Stadt. Natürlich, wie könnte jemand mich vergessen? Ach, du hast es fast getan. Ups. Das ist ja doof. Darauf erstmal einen Schluck Spezi. Von einer Marke, dessen Namen ich nicht nennen werde. Ah, oh, so gut. Okay. Ich habe also keine Post bekommen. Wahrscheinlich, weil in den Briefen nichts drin stand. War mein Fehler. Habe ich halt 3000 verschenkt. Passiert, ne? Kannst auch nichts machen.
Lebst mit oder lebst nicht mit? Ich lebe damit. Und bin beim nächsten Mal schlauer. Irgendwer hat gerade, da war der Basketball, irgendwer hat gerade Unkraut ausgerupft, glaube ich. Und das begrüße ich. Immer schön, wenn Leute an meiner Stadt mitarbeiten. Vielleicht schreibe ich die Briefe sogar jetzt noch. Ich meine, da wird jetzt nicht viel Aufwendiges drinstehen. So ist ja nicht. Aber irgendeine Kleinigkeit muss man schon reinschreiben. Dass die Freunde reagieren. Nein! 30.000 Sterne ist weg. Ich hasse mein Leben. Fuck. Ich weiß, es war klar, der 1.000er musste und der 30.000er musste auch. Es ist so unfair. Ach nee, Moment, es war gar kein Unkraut. Das Känguru hat mit dem Basketball gespielt. Immer diese Australier, ihr Basketball. Passt ja super zusammen, was ist das denn? Immer noch keine Falle, Freunde, ihr enttäuscht mich irgendwie so ein bisschen. Oder sagen wir anders, mir stellt sich die Frage, warum es in Wild World so zugenommen hat mit den Fallen. Da war wirklich jedes zweite Feld eine Falle. Und hier nicht eine. In 8 Folgen, das ist rekordverdächtig im Vergleich dazu. Das muss man sich mal geben. Jetzt gerade Briefpapier. Ja. Nehmen wir noch mit. Ich glaube, die Briefe versenden, das mache ich nach der Aufnahme. Verdammt! Beim letzten muss man nur noch einen runter, weil eine Option wegfällt, nämlich einen Brief nehmen. Ist ja nur noch einer da. So. In die Fossilien rein. Wie gesagt, versenden danach. Ich weiß auch nicht, ob es ein Limit für Briefe gibt, die man am Tag versenden kann. Ich könnte es mir vorstellen, weil die Briefe ja einzeln auf diesen Tresen gelegt werden. Und da sind vielleicht Platz für 5 Briefe oder so. Wenn man mehr Fossilien findet, ja, hat man Pech gehabt. Muss man einen Tag warten oder so. Absolut dämlich. Na gut, um diesen Spaß zu vergessen. Warum ist dieser Baum so langsam gewachsen? Fuck. Alles andere wächst, läuft, gedeiht. Moment, ist da? Nee, da ist Platz dazwischen, das stimmt schon. Aber irgendeiner ist hier nicht... Dieser Baum hier ist nicht gewachsen, glaube ich. Weil, keine Ahnung. Ist ja auch egal, wir ernten erstmal. Zack. Und Äpfel. 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 Da kommen wir jetzt erstmal, wie viel abholen? 10.000 müssten das jetzt sein. Schnell verdientes Geld. Ich weiß nicht, warum ich diese Plantagen anlege. Und damals auf dem DS genau das gleiche. Also nicht genau das gleiche, aber... Ich glaube, damals habe ich ein bisschen weniger auf Früchte geachtet, weil ich ja irgendwann den Geldglitch hatte und entdeckt habe. Ein kleiner weißer Schneemann, der steht vor meiner Tür. Ein kleiner weißer Schneemann, der stand gestern noch nicht hier. Und schaut dieses Let's Play an und denkt sich, meine Fresse, warum ist das also langsam? Zahl den Kredit ab! Jingle Bells, Jingle Bells. 5.500 in wie viel? Einer Minute? Easy. Und irgendwann, wenn ich mal mehr Früchte habe, ne? Dann wird das Ganze auch interessanter. Apropos mehr Früchte, ich sollte vielleicht von diesen ganzen Äpfeln. Also können doch hier drin landen, gut. Von diesen ganzen Äpfeln 2 aufheben. Dann mache ich 2x Geld, 2x Apfel und schreibe diesmal aber auch was in den Brief rein.
klingt nach einem sehr interessanten Plan, den man auch so verfolgen könnte. Oh, die Speedstrats, Alter. Sick. Ah, Taschen voll schade. Ich könnte den Apfel essen, aber es wäre irgendwie verschwendet. Äpfel sind nicht zum Essen da, sondern zum Handeln, ja? Stichwort Naturalienhandel. Das ist noch oldschool. Haben selbst die Neandertaler gesagt, ist das oldschool. Oder so ähnlich. So, jetzt müssen noch 4 Äpfel übrig sein draußen. Heißt auf jeden Fall mehr als 2, bedeutet, ich kann hier alles verkaufen. Zack, 5.500, locker. Easy Bombs. Wenn ich nicht diese Geldbomben scheiß gemacht hätte, dann hätte ich jetzt 50.000. Aber hey. Jemand musste ja so doof sein. Na? Ich weise nur sehr freudig darauf hin. Und denke mir dabei, was für ein Trottel war das? Das hier, das hier. Das hier. Ich könnte hier eigentlich noch schnell einen hinpflanzen. Ich verstehe immer noch nicht genau, warum der nicht gewachsen ist. Ja. Also ist auch auf der richtigen Höhe. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. So, kann ich jetzt? Gramm. Easy Boys. Und Papier. Ich weiß nicht, ob ich Papier noch im Schrank habe. Wenn nicht, dann, Digga. Die Hintergrundmusik passt irgendwie dazu. Zumindest die, das Bass-Layer passt irgendwie zu. Ja, kaufe ich, klar. So, dann können wir uns jetzt sehr kreative Briefe ausdenken. So, an wen schreiben wir und wer kriegt alles ein lecker Äpfelchen, ne? Briefschreiben, nein. So, Wazi. Was willst du? Wazi, was? Ich werde mir jetzt auch keine großen Punchlines oder Megatext oder so, einfach nur so ein, zwei Worte. Ganz kurz und prägnant, was empfinde ich, wenn ich deinen Namen höre? Was fällt mir da ein? Ah ja, wie wär's denn damit? Y. Eisspray. Behandlung. Gegen. Warzen gefällig. So, das ist, ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Das ist mir bei diesem Namen spontan eingefallen. Was das jetzt über mich aussagt, das lasse ich andere interpretieren. Dass mir das eingefallen ist. Und okay. Und du kriegst ein lecker Äpfelchen. Da kann ich tatsächlich die Briefe absenden, kann ich auch selber machen. Also in der Folge noch, dann ist ja kein Aufwand. Nozet. Das ist mir spontan bei diesem Namen eingefallen. Das wäre doch ironisch, wenn Noisette eine Nussallergie hätte. Ich finde das irgendwie witzig. So, einer geht noch. Wer ist der Nächste? Helge. Oh, jetzt wird's richtig kreativ. Mal schauen, wem was Ähnliches eingefallen wäre. B-E-R-U-F-F-T.
Helge Schneider, Klassiker. Reise ich immer wieder gerne. Und als letztes. Bienchen. Das ist ja wohl sehr offensichtlich jetzt. Oh, komm schon. Darf ich dein... Darf ich dein Blümchen sein? Das war doch jetzt ganz nett. Sehr offensichtlich, aber ist mir scheißegal. Ich darf das auch nicht zu oft machen, weil sonst mir gehen irgendwann die Namen aus. Dann muss ich auf neue Bewohner warten. Ja, für den Anfang ist es ja sowieso nur zum Ausprobieren, was passiert, wenn ich dir dieses Zeug verschicke. Wieso die Erfolgschancen sind, was Cooles zurückzubekommen. Unkraut! Unkraut muss raus. Das ich. Was? Ach, da war die Falle! Die Falle war hier! Ich glaub's ja nicht. Ich raste noch aus. Hey, die erste Falle. Woo! Kann man erstmal feiern. Hatte Tom Nook eine Schaufel. Fuck. Den Brief muss man ganz kurz verschieben noch, Freunde. Es tut mir sehr leid. Aber ich würde gerne wissen. Darf ich hier rein? Zigzagging! Hat Tom Nook heute eine Schaufel im Angebot? Ach komm schon. Hat die ersten Tage immer eine Schaufel und heute nicht. Wirklich. Junge, das ist lächerlich. Einfach nichts Cooles anzubieten. Das finde ich nicht cool. Aber ich nehme die 1000 Sterne scan mit. Vielleicht sind es ja 30.000. Vielleicht ist das Spiel mal nett und gib mir die vollen 30 hier. Zack. Und... nix was. Das sind immer 1000, ist ja auch was wert, ne? Nicht. Dann wollen wir schauen, wie viele verschicken können. Warum genau sind diese vier Briefe dann noch auf dem Tresen? Entschuldigung, was? Mal schauen, ob der Tresen jetzt voll ist. Bringen alle ihre Post, vielen Dank. Oh je, tut mir leid, wir können keine weiteren Briefe annehmen. Post ist voll. Ich hole Peter. Heißt später direkt jetzt so, zack, oder läuft? Hey Peter! Na Junge, was geht so? Reicht das schon? Easy Balls! Das ist ja geil! Läuft bei Peter, ne? Da kann er gleich nochmal eine Sonderlieferung machen. Würde ich bitte A drücken. Fuck. Oh, so schlimm war es nur auf der Wii bei Let's Go to the City. Ich glaube, da hatte ich auch teilweise solche Textprobleme. Dass ich immer das Falsche gedrückt habe. Weil das für schnellere Texte ist auch... ihr wisst schon. Das für schneller Text ist auch gleichzeitig die Abbruchtaste. Warum genau waren meine Briefe hier gelegen? Ich habe 4 Tage gewartet. Warum wurden die nicht abgesendet? Zum Fick, Alter. Nein, 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 nein. So. Zweimal noch, dann kann Peter noch eine Runde liefern. Ja, schön. Zack. Mal schauen, ob Peter noch eine Runde will. Oder ob sie sagt, nee, Peter liefert geradeaus oder so. Und erst nächste Stunde wieder. Ob Sonne, Regen oder Frost, wir bringen alle ihre Post. Posttag ist voll, ich hole Peter, jawohl. Sehr gerne. Na jo, Peter, was geht so bei deiner Crew? Sag, bist du noch bei April? Ich werde ein bisschen viel Post zurückbekommen. Ich hoffe, mein Briefkasten wird nichts verschlucken.
Aber diesen einen Tag möchte ich jetzt schon noch mitnehmen. Ich meine, es ist gut, es kommen immer drei Fossilien an irgendwie. Das heißt, da kriege ich nur drei. Und wenn ich hier jetzt zurückschreibe, es könnte auf 10 rauslaufen. Das könnte schon passen. Mal schauen. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Mal pflücken Unkraut. Nee, nicht pflücken, zupfen. Zupfen Unkraut. So ist es. Ich hab doch Post. Verarsch mich noch. Ja, weil nichts drin stand, ne, Tanja, genau. Bitte schick mir keine verworrenen Briefe mehr. Das kapiere ich nicht, ja, weil nichts drin stand. Hat keinen Sinn ergeben. Ja, ja, sehr gut. Ja, ich schreibe beim nächsten Mal einen scheiß Integralenbrief. Dann könnt ihr mir sowas schreiben. Meine Fresse. So. Das können wir noch hier. Ja, jetzt hab ich genug Platz. Jetzt ist es kein Problem mehr. Schau mal, wie dieses Briefroulette ausgeht. Oder mach ich das doch? Mach ich das jetzt oder nächstes Mal? Ich kann es auch nächstes Mal machen. Das Ding ist, wenn man auf irgendwas wartet, dann ist es immer so schwer aufzuhören. Und ich sollte mal aufhören. Also bitte! Das ist nicht euer Ernst. Speichern. Nein! Okay. Nein, nein, nein. Okay. Ich werde jetzt nur noch A drücken. Ich werde nichts außer A drücken. So, ab morgen, ab nächster Aufnahme, dann gibt's wieder Briefe zurück. Dann können wir auch mehr angeln, mehr. So, wir können alles machen, was ihr wollt. Aber vor allem alles, was ich will. Und darauf kommt's ja. Freunde, das war's für heute mit Animal Crossing. Jetzt war ich schon umgebracht, ein bisschen. Eine Apfelplantage war nice. Super Nook schon bekommen. Geht immer schnell, Haus ausgebaut. Erst ein Fische geangelt. Peter zusätzliche Arbeit verschafft, dass er mal was tut für sein Geld. Sowas hört man gerne, ne? Also, danke fürs dabei sein und bis morgen bei Animal Crossing. Nicht Wild World. Nur Animal Crossing.